Hier liegt grünes Kraut und ich hatte auch... Da ist ein Fenster kaputt. Kaputte Fenster bedeuten nicht zwingend immer Gutes. Heißt zumindest, dass du dich da nicht mehr erschrecken kannst, wenn sie kaputt gehen, ne? Ja, das... es sei denn, jemand haut die Scherben am Rand nochmal raus. Ja, das ist richtig. Ja. So. Wenn jetzt wer die Scherben am Rand wirklich raushaut, ne, dann drehe ich... Ah, warte mal, hier gab's doch diesen fetten Klops, ne? Oh, warte mal, ich geh mal vom Fenster weg. Oh, hoffentlich kommt der jetzt nicht, ne? Fetten Klops? Ja, dieser... Ich weiß nicht, wie die heißen, die, mit dem Mantel, der da... Nee, nee, der kommt hier gar nicht. Achso, der war im dritten, oder was? Nee, der ist im B-Szenario. Achso. An open close switch for the shutter. It can't be activated since the cord is cut. Ja, dann flick's doch. Ja. Muss ein Kabel haben, ne? Oh nein, nicht das, was ich in der Truhe gelassen habe, ne? Doch. Oh. Aber wie ich dir schon gesagt habe, du musst das nicht verwenden, um weiterzukommen. Okay. Aber ich kann es mir vielleicht auch nicht merken, dass das hier ist. Naja, Lauftraining. Ich nehme an, das braucht man dann auch nur das eine Mal, das Kabel, wa? Ja. Macht Sinn. Ja, naja, kann ja auch sein, dass sich das verbraucht mit mehreren Nutzungen. Ich meine, dass auf dem Bild ein Kabel ist, kann ja auch sein, dass man sich da mehrere Teile rausschneidet, was weiß ich. Dann wird wahrscheinlich eine Zahl drunter stehen, wie bei allen anderen Sachen, die... Ja, okay. Cable Guy, die Nervensäge. Ja. Beschissener Drecksfilm. Allerdings. Wie mehrere Filme mit ihm sind. Beschissene Drecksfilme, die nerven. Ja. Die Maske mag ich auch nicht. Ich mag eigentlich so von seinen... In den 90ern war er ja wahrscheinlich der teuerste Schauspieler der Welt. Ja, einer von denen, ja. Also eigentlich den einzigen Film mit ihm, den ich halbwegs mochte, das war die Truman Show aus der Zeit. Ja, der ist cool. Und dann nochmal, aber das war nicht 90er, dieses über die Illuminaten. Ja, das war, glaube ich, wie gesagt, 2000er. Ja, also Illuminaten? Der ist über die Illuminaten, glaube ich. Was heißt glaube ich? Ist er. Ich weiß aber gerade nicht, wie der Film heißt. Aber verwechselt jetzt nicht Jim Carrey mit Tom Hanks, oder? Nein. Bewahre, Tom Hanks mag ich ja einigermaßen. Jim Carrey mag ich eigentlich so ziemlich gar nicht. Also auch wenn dem 1000 Leute super Fähigkeiten schauspielerische nachsagen, für mich ist das jemand, der einfach nur eine nervige Synchronisationsstimme hat. Ich kenne die Originale nämlich nicht. Und ein beschissene Fratzen ziehen kann. Das war's dann aber auch. Ja. Der sollte in dem Spiel mitmachen, was du da spielst, was ich übrigens ziemlich geil finde. Und einer von den Gegnern sein. Ja, das wäre mal was. Sehr cool. Also das ist mal was, da habe ich die erste Folge geguckt. Und mir gleich gedacht, endlich mal wieder ein Walkthrough. Oh, das kann ich mir eigentlich auch mal gucken hier. Wo du das Spiel nicht kennst und gleich richtig interessiert bist, weißt du? ist halt auch mega lustig, ne? Der Knecht da und die Stimme dann noch dazu. Er muss natürlich die nervigste sein. Ja, ist ja ganz klar, ey. Wenn du solche Penner zusammenschlägst, hoffst ja dann, dass irgendjemand zuguckt, der einen von diesen Leuten da vergöttert oder so. Und dann ansehen muss, dass so ein Weißbrotpimpf dem da die Fresse einschlägt, ne? Now I'm showing you how's the man. Ja, und unterschätze nicht den Mann mit der Nerdstimme, ne? Der haut dir die Zähne weg. Ja, vor allen Dingen mit seinem Mega-Dropkick. Ich fand sogar diese Attacken, die du da dann angeguckt hast, die du da kaufen kannst, die fand ich sogar sahen teilweise realistischer aus als das, was er da halt, als das ist ja das quasi dein erstes, dein Standard, was du dann quasi hast, ne? Dieses mit dem Dropkick. Ja, als der. Also der ist schon, der Anfang ist geil, aber der letzte Move, den er dann immer macht, der ist total, ja, ist schon geil. Hat was mit Henry Rollins als Trainer. Oh ja.
Ich finde auch die, ich finde auch, ich hatte das gar nicht mehr in Erinnerung. Okay. Das sieht aus, als wenn wir uns irgendwas gesichert haben, weil jetzt kann nichts mehr reinkommen. Hast dich vor Fliegen geschützt. Ja, und vor Mücken. Oh, noch eine kleine Tür. Alter Schwede, jetzt finde ich aber ein paar hier. Ich hatte gar nicht mehr Erinnerung, wie zu der Zeit, wie geil die Spiele da aussahen. Weißt du, das Aufprall, also wenn die Gegner auf den Boden fallen oder einen Schlag abkriegen, das hat man sich gar nicht mehr so behalten. Ne? Du hast ja gesagt, das ist ja von Aki, ne? Oder THQ? Ja. Ja. Oder ist das gleiche, glaube ich, ne? Nee, das gepublished ist das von EA. Ach so. Aber Aki, die haben das entwickelt halt. Sehr geil. Oh, scheiße, das sind Hunde. Sowas aber auch, ey. Ja, welcher Zombie bewegt auch schon so schnell die Beine, ne? Vierbeiniger. Ja. So ein Zombie, der auf allen Vieren läuft. Und er hängt sich irgendwie... Oder so ein Crimson Head. Oh, Alter, die würden mir jetzt aber auch noch fehlen, ne? Alter, wo hat er sich denn aufgehängt, der verkackte Hund? Weißt du, ich höre den. Ja, das ist immer das Schöne an diesen alten Resident Evil Spielen. Mit der festen Kameraperspektive. Du hörst was, aber du weißt nicht, wo es herkommt. Missgeburten. An den Missgeburten Schweine sage ich ja immer gerne. So. Okay, die haben mich ja schon mal erfreulicherweise nicht hier. Ich finde das immer lustig, wie sein Kopf da noch hingeht, obwohl die jetzt tot sind. Obwohl. Alter Schwede, jetzt. Die Dings, die Areale sind natürlich hier immer schön. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hingehen soll. Große Auswahl, ne? The power to the card. Reader is off. Oh, hier geht's auch noch um eine Ecke. Oh, dann fangen wir auch hinten an. Ja, viermal bei der Frau, ne? Ja. Möchtest gleich als erstes mal eine Runde parken, ne? So, warte mal. Da habe ich jetzt schemenhafte Erinnerung, als wenn sich gleich ein Loch auftut, aber das war, glaube ich, auch bei 3. Oh, Alter, habe ich mich erschreckt. Oh, okay, bei der Frau. Die Bitch in a red dress. Sorry about that. When I saw the uniform, I thought you were another zombie. Ich kann das gerade nicht deuten, haben sie... Entschuldigung. Ada Wong. Ada Wong. And what are you doing here? I'm looking for some guy named... Wir sprechen übrigens Gedankenübertragung, ne? He's one of those reporter types. Always looking for a scoop. Ja, meinst du? I heard he was locked up in the cell block. Only there's a wrecked car barring the entrance. I've been trying to find another way inside. Haben die eigentlich, ist das die, die, weißt du, ob das die... Together, was? Here, ja, ich will sie beim Labern nicht unterbrechen, aber... Irgendwie weiß man immer nicht, wann die aufhören. Ist das die gleiche Ada-Stimme, die auch bei 4 dann ist und bei 6? Ja. Ja? Nee, bei 6 nicht, aber bei 4. Aha. Bei 6 haben sie alle gewechselt. Ach so. Ja gut, Leon hatte schon im 4. eine andere. Ja, ich wollte gerade sagen, dass die 4. hat er doch seine Pornodarstellerstimme da gehabt, dann. So, super, jetzt haben wir die Tür freigemacht. Und ich gucke mich natürlich hier trotzdem weiter. Ach, jetzt läuft sie mit mir mit. Die kämpft dann wahrscheinlich auch mit mir mit, ne? Sie hat eine Waffe, sie könnte schießen. Sie könnte schießen. Die Frage ist nur, ob sie es auch tut. Ja. Das muss ich noch herausstellen. Aber muss ich die mit Energie versorgen oder sowas? Kann die... Nee, brauchst du auch nicht. Okay. Das ist nicht Ashley. Ja. Die kann sich allein verteidigen. Ja. Ashley wäre schön gewesen, wenn sie sich nur für einen Furz hätte verteidigen können. Ich würde sogar eigentlich sagen, Ada ist im gesamten Resident Evil Universum somit die fähigste Kämpferin und Spionin, die es da überhaupt gibt. Halt, vom CPU gesteuerte, meinst du? Nein, ich meine jetzt von ihren Fähigkeiten, ja. Ach so, ja.
Ja, da hat es ja sowieso, da muss man ja sowieso sagen, dass es drauf hat, da sie ja fast übermenschliche Fähigkeiten hat. Ja, gerade deswegen eben nicht, ne? Also sie ist ja nicht so ein Wesker oder sowas. Nee. Aber wenn du mal, ich habe vor einer Weile habe ich mal sowas gesehen auf YouTube von einem chinesischen Manhua, wo die Vorgeschichte von Ada so ein bisschen erzählt wird, dass sie in irgendeiner asiatischen Kriegsnation als Kind aufgewachsen ist, wo sie von Beginn an nur ums Überleben gekämpft hatte, nur Tod und Elend. Und sie wollte sich dann von einem toten Soldaten eine Ration klauen. Dann kam ihr so ein kleiner Junge zuvor, der das dann mitgenommen hat. Sie ist dem Jungen hinterher und der Junge wollte das seiner schwer verletzten Mutter geben und Ada hat dann beide abgeknallt, um das selber zu essen. Alter Schwede. Ja. Geht schon, wa? Ja. Ist heftig. Ja, das und ist dann, das. Und dann wurde sie ein paar Jahre später dann von Umbrella, wie einige andere dort auch, aufgenommen und dann zu Spionin ausgebildet. Ja, das ist das, ne? Überleben. Ja. Egal in welcher, in was für einer Situation, ob es jetzt da ist oder im Fußball. Ja. Und sie schafft es ja auch immer wieder. Ne? Ich meine, ja gut, ich will jetzt ja noch nicht spoilern. Ja, nee, also als ich jetzt gesehen habe, weil diese Geschichte hast, liest du ja in keinem einzelnen Spiel oder sowas irgendwie. Nee, nee, ja, da musst du auch so zusätzliche Comics und so gedöhnt halt holen, ne? Ja, da ist halt dann auch mal die Frage, ob das dann wirklich zu der Geschichte dann auch dazu zählt. Aber vielleicht sehen wir ja im Resident Evil 2 Remake davon ein bisschen mehr. Ja, also man könnte ja hoffen, dass sie was eingebaut haben, was zusätzlich ist, ne? So wie man das auch bei Secret of Mana gehofft hat. Ja, also so wie ich Gerüchte gelesen habe, also es ist ja so, dass also dieses Zapping-System mit A- und B-Szenario wird es nicht mehr geben. Leon und Claire haben jeweils eine eigene Kampagne und so wie es aus, also von, die haben auch schon bestätigt, dass von Hank diese Kampagne mit dabei ist. Und ich schätze mal, dass Ada auch eine eigene kriegen wird. Entweder schaltest du die frei oder als DLC oder irgendwie sowas. Ja, DLC, wa? Könnte ich mir auch vorstellen. Kann ich mir fast nicht vorstellen, hätten sie das vorher bei den anderen da auch schon gesagt, weil der Produzent, der hat halt explizit auch gesagt, also von dem, was sie jetzt gesagt haben, dieser Hank-Sache und sogar der Tofu-Survivor, die kannst du halt im Spiel dann freischalten. Ja, ich muss jetzt natürlich sagen, ich weiß leider nicht, was das ist, also Tofu-Survivor und sowas. Ja, das ist Hank, das heißt The Fourth Survivor, das ist halt so eine kleine Nebengeschichte, die du halt auch hier im Original dann freischaltest, wenn du beide Szenarien mit dem A-Rank abgeschlossen hast. Das erzählt noch so eine kleine Nebengeschichte über den Hank. Und Tofu Survivor ist einfach so eine Verarsche davon, wo du einen Tofu-Block steuerst, der nur mit einem Messer bewaffnet ist. Okay. Das ist einfach nur einfach so ein kleines scherzhaftes Gimmick war das. Muss ich mir auch mal bei Resident Evil angucken, bei Resident Evil schon bei YouTube angucken. Denn das wird ja wahrscheinlich was sein, was ich dann sowieso nicht spiele. Davon ab, dass ich dann A-Rang kriegen werde, schaffen werde. Ich konnte ihr jetzt eben nicht hinterher, ne? Sie ist doch, ja von, wieso? Weil sie abgehauen ist und dann konnte ich in die eine Tür, das war ein leerer Raum, also da waren zwei Hunde, die habe ich abgeknallt. Aber da war doch noch eine andere Tür. Echt? Dann habe ich die aber nicht gesehen. Standest du nicht gerade davor? Nee, ich bin, und esse ich nicht, dann habe ich sie wirklich nicht gesehen, weil... Hier nicht. Ja, weil du kannst doch da noch weitergehen. Die hier, da war ich drin, da waren ja die Hunde. Ja, aber du kannst doch da noch weitergehen. Da ist auch noch eine Tür. Ach hier, nee, die habe ich nicht gesehen. Nee. Ganz am Ende. Da habe ich auch. Ach so, da habe ich. Dann habe ich an der falschen Seite. Ich habe auf der linken Seite, wo die Klinke nicht ist, habe ich getackert. Kraut. Da muss ich immer. Das Grüne ist blau, ist gegen Vergiftung, ne? Ja. Das werde ich mir jetzt leider nicht. Oh. Let me guess. You must be Ben, right?
Get up now. What do you want? I'm trying to sleep here. What do you want? Is this the guy? Ben, you told the city officials that you knew something about what's been going on, didn't you? What did you tell them? And who the heck are you? I'm trying to find my boyfriend. His name's John. He was working for a branch office of Umbrella, based in Chicago, but he suddenly disappeared 6 months ago. I heard a rumor that he's here in the city. I don't know anything. And even if I did, why would I want to tell you? Okay, I say we leave him in there. Does anyone know where they put the key to this cell? I have it right here, officer. But I'm not about to leave this cell. Those zombies aren't the only things crawling around out there. What was that? What was that? Like I said, I'm not leaving this cell. Eigentlich ist er gar nicht mal so unintelligent. Before you lead it right to me. Hey, I'm not going anywhere. I'm the only cop left alive in this building. What? Look, if you want to live, then you're gonna have to leave with me. But do you even know how to get out of the city? There's a kennel in the back of the building. Inside the kennel is a manhole. Go through and it'll lead you to the sewer entrance, but it won't be easy. All right, I'm going. Er weiß aber eine Menge. Er ist Reporter, ne? Oh, ey, da. Okay, da soll ich jetzt hin. Und ich bin... Achso, müsste ich scrollen. Ja. So, na gut, du wirst da sowieso verrecken. Manhole Opener. Ja, wenn die das sagen. Ich habe ein bisschen Angst vor dem, was da eben so laut wurde. Es hat sich etwas kräftiger angehört quasi. Ja, das könnte nicht gut sein. Alles, was nicht gut ist, wird unter Umständen.